Tumler. Ich bin zwar Analphabet, aber bis dahin habe ich selbst nicht geschrieben. Einfach auf die Tasten gehauen hier. Nee, reicht doch. Hast du den? Komm, das ist doch ein Sniper, das hat um den Stein rumgeschossen. Und du sagst, warum nennst du die Sniper? Jetzt aber auf Level 2, der hat mehr drauf. Ah, der ist Level 2. Und deswegen hat er immer so einen Schaden gegeben. Ja, aua, aua. Ja, ich auch immer noch 20 AP, ne? Dann renn ich lieber weg. Ach, du hast doch fast voll AP und sagst dir aua, aua. Ich hab keine Ausdauer mehr und er hat mich hart gehittet, ja. Ich hätte dich auch gleich mal. Muss ausweichen. Gott sei Dank. Ah. Also die sind wirklich ergiebig. Aber ich habe keinen Hammer mehr, nichts mehr. Also ja. Einfach auf den Hause machen. Kein AOE-Schaden mehr, wir haben Viertel vor 1. Also so. Vor allem, wenn wir da jetzt noch dreimal sterben sollten, dann wird das eh nichts. Deswegen. Richtig. Ich möchte jetzt auch ungern sterben, ehrlich gesagt. Ja. Verstehe. Wir haben von diesen Krypten doch schon eine gesehen. Wo waren die denn, Gottverdammt? Ja, ich weiß, aber ich hab's mir nicht merken können. Nee, ja auch nicht. Da waren wir auch ein bisschen surrounded by all und everything. Von 800 Trolls und die wir alle, jeder 400 hat alleine platt gemacht. Und. Naja. Aber der 500. war dann schwierig, das war der Anführer. Ja, richtig. Deswegen sind wir auch öfter draufgegangen. Naja. Aber das ist interessant, das habe ich in meinem Seed auch so gehabt. Ich habe einen Black Forest gehabt, wo viel Kupfer und so war. Und einen Black Forest, der war riesengroß, also noch größer wie das hier, wo dann die Dungeons und so waren. Dafür war in meinem anderen Black Forest so gut wie gar nichts. Gut, ist halt zufallsgeneriert, ne? Ist wahrscheinlich auch, da ist dann die eine Null falsch gesetzt. Also jetzt aus unserer Sicht. Falsch gesetzt und dann. Hier noch die gefällten Bäume liegen vom Troll und. Ja. Hier ist noch dein Todesstein. Ja. Ich weiß nicht, alles rausschmeißen zerstört den, ne? Naja. Ja, genau. Ich dachte, was leuchtet da? Mann, ey. Das Spiel ist heute nicht. Das ist uns heute nicht wohlgesonnen. Vor allem, wenn ich mir auch die Berge angucke, ne? Wir haben unten rechts, da haben wir einen Berg. Wir haben genau unter uns einen Berganfang. Wir haben links am Fluss einen Berganfang. Ja. Wir haben links unter Eiktier einen Berganfang. Also, das ist der Seed. Das würde ich. Hey, boah, für harte Männer. Was machst du da oben? Ich bin nicht so weit vor dir. Ich bin nur gelaufen. Ich wollte den Bohr jetzt hier noch töten, der Sternebohr. Das war jetzt dein Muss, ne? Ja. Aber er will nicht. Spaß. Ich helfe dir nicht mehr. Ich bin zu Hause. Wenn er jetzt verreckt, hat das selbst schuld. Er ist down. So. Ja, ich verabschiede mich dann aber auch schon mal, weil ich muss auf Toilette. Ich gehe jetzt nach Hause und dann ist gut. Tschüss. Tschüss, Jimmy. Tschüss. Tschüss. Nein, ich habe keine Ahnung, was mit seinem geistigen Zustand ist. Leute, bitte verzeiht und spendet an die folgende Nummer. Jimmys Kontonummer. Nee, PayPal. PayPal reicht. Vor allem, das kommt niemals bei mir jetzt an. Bitte? Vor allem, das kommt niemals bei mir an. Er nutzt mich nur aus. Ich teile es auf mit dir. Ich teile doch mit dir. Ich bin aber jetzt weg, Leute im Stream. Ich wünsche euch was. Kai hört gleich auf, wenn er zu Hause ist. Das weiß ich. Deswegen. Würsing und Kohl von meiner Seite aus. Würsing und Kohl, sagt er.
So, da bin ich auch endlich zu Hause hier. So, liebe Leute. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann wird wieder richtig rumgewikingert. So richtig. Diesmal mit ein bisschen mehr Action, hoffe ich. In dem Sinne, wir sind cool. Ich hab Holz, ja. Warte, ich komm für die... So das halbe Dach ab. Hab ich doch gar nicht. Du selbst gesagt, dass du das wieder aufgebaut hast. Beinahe, gell. Ich bin dabei zumindest, ja. Ich stehe hinter dir, falls du es mitkriegst. Ja, ja. Einmal. Wie viel Holz brauchst du denn? Das reicht schon. Okay, cool. Arschkrampe. Wir haben 50 Federn mittlerweile. Ich habe gestern, während wir so dabei waren, schön weiter gefarmt, wenn ich was gesehen habe. Ja, besser ist nix. Herr Brieger, alles nicht, wir müssen jetzt mal Holz farmen. Ich will hier jetzt nicht immer schwimmen, das ist Bullshit, das ist dumm. So, dann geht unser Wäldchen mir zur Neige, ne? Ja. Ich gucke gerade, wie ich hier diese kleine Lücke gefüllt kriege, aber irgendwie... Ich kann dir eins sagen, aus eigener Erfahrung, was ich ein bisschen traurig finde, weil du kein Flachdach hast. Die Bodenplatten gehen das Dach nicht, da regnet es durch. Das zählt einfach nicht. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, ich finde es schade, weil du hast quasi kein flaches Dach und je nachdem, wenn du größer baust, wird es halt schwierig, ne? Mit dem Spitzdach. Und dann helfen auch die 26 Grad nur so minimal. Ja. Aber gut, ist ja Early Access. Ist es ja auch Spaß nicht. Aber gut, ja. Ich hatte es doch neu. Ja, wenn ich mache eine Behilfsplattform, ich kann es ja wieder wegmachen. Unbedingt Metall, wir brauchen für alles so Jahrhunderte. Ja. Mit Metall, Kupfer. Beziehungsweise Bronze. Selbst das Holzhacken, Alter, das braucht man die komplette Ausdauer so lange braucht, dass ich einfach keinen Schaden mache an dem Holz. Wäre auch langweilig, wenn es anders wäre, meinst du, ne? Ja, aber so lange komplette Ausdauer ist schon hart. Ich meine, ich kenne das ja nicht mehr. Ich persönlich bin ja schon lange auf Bronze, aber... Vor allem, du musst ja überlegen, du Axi, damit fällst du ihn ja nur. Dann darfst du ja noch mal die Loks hauen. Naja, gut. Kann man schon mal machen, würde ich sagen, oder? Also... Ein bisschen ja, zu lernen nicht, ist es. Ein bisschen zu lernen. Und was ich tatsächlich sagen muss, was ich am meisten aufregt, dass du die Scheißtasten nicht einfach gedrückt halten kannst. Das habe ich auch nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich. Das finde ich auch bei... das finde ich auch bei Metall und so fällt sie tatsächlich extrem auf später. Also, weil du brauchst selbst mit der Bronze Pickaxe, brauchst du einen Puffer abzubauen noch ziemlich lange. Und da... Ist das schon, dass du da nicht gedrückt halten kannst, ey, da hast du die, keine Ahnung, 10 Millionen Mausanschläge mit der Maus, aber auch nach 5 Stunden. Ja, das ist so, also,
bisschen also diese Kleinigkeiten. Richtig, man merkt halt wirklich so die Kleinigkeiten, wenn man dann so ist, aber was willst du halt machen, ne? Du kannst dem Spieler noch nichts vorwerfen, so eigentlich. Das ist halt nicht so schwierig. Also du kannst schon, aber... Ich finde, du kannst... Solltest du... Naja, ich finde, wenn es vergleichbare Spiele gibt, kannst du den Spiel es immer vorwerfen, weil du kannst es ja entweder besser machen oder zumindest besser gleich gut abgucken. Ja gut, wenn du aber mit dem Argument kommst, Early Access. Das ist ja kein Argument. Das ist ja trotzdem dummes Denken. Wo ist denn das Problem, einfach zu coden, dass du die Taste gedrückt halten kannst? Das ist wahrscheinlich, ist es eine Zeile oder zwei. Und wenn du doch dann, weiß ich nicht, jetzt nehmen wir Minecraft, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber wenn du jetzt zum Beispiel Minecraft hast und dich als Spieler oder du liest oder was auch immer, dass es dich jetzt aufregt, wenn du immer den Knopf drücken musst, dann kannst du halt das besser machen oder zumindest gleich gut und sagen, okay, kannst du den Knopf gedrückt halten. Wenn du was komplett Neues bist, dann ist es okay. Aber wie gesagt, ich finde, wenn du Sachen hast, wo du abgucken kannst. Und ich sage jetzt, das sind nicht die gleichen Spiele, das ist nicht Minecraft. Aber wenn du halt doch schon ein vergleichbares Spiel hast, dann nimm doch auch gleich gute Sachen mit. Ich nenne es mal so. Verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, das kommt dann auch immer darauf an, wer das spielt. Ich meine, das ist ja so ein Vorteil, oder wer dahinter sitzt. Das ist ja so ein bisschen der Vorteil, den Riot hat. Jetzt kann man natürlich von den Spielen denken, was man oder halten, was man will, aber da sitzen auch Spieler drin, die programmieren. Und die sagen dann, ey, ich finde das aber so besser, und dann machen sie es. Auf sie persönlich gefällt es was anderes, wenn du aber jetzt einfach nur, ohne die Leute zu kennen, die dieses Spiel machen, aber wenn du einfach nur eine Firma bist, die Geld verdienen will, was ja auch nichts Schlechtes ist, ohne vielleicht die Zocker, die jetzt gerade in Minecraft gespielt haben oder in Shooter oder was auch immer. Ich verstehe das, also ich sehe es halt auch so. Aber gut, ich finde es trotzdem schwierig in einem Spiel, was noch eigentlich. Ja, aber das Early Access, aber das zählt doch nicht. Early Access, naja, wenn du doch die Spieler hast, die erfolgreich sind, besser sind, was auch immer, dann zählt das nicht mehr, dann guck es dir ab. Das ist mein Punkt. Es geht ja gar nicht darum, dass das fertig sein muss, so. Aber wie gesagt, sowas wie halt den Knopf gedrückt, um abzubauen, ey, ganz ehrlich, das sind zwei Codezeilen, wenn es hochkommt. Weißt du, wie ich meine? Und da zählt für mich dann wirklich nicht, ja, es ist noch ein Early Access, weil. Du hast halt schon die geistigen Vorgänger, so. Oder ähnliche Spiele. Wie gesagt, immer das gleich zu behandeln ist halt schwierig, aber. Ach Gott, kann ich jetzt nicht von oben bauen? Nein. Nee, wirklich nicht. Oh, ich bin stupid. Das ist nichts Neues für uns. Das ist ja wohl was Neues, weil ich musste gerade kurz schnell was reparieren, weil ich es halt kaputt gemacht habe. Und es ist ja wohl was Neues. Das ist nicht typisch für mich. Was? Ja. Trägst du heimlich? Nein. Also fang mal an damit. Hört sich noch stark dann an, als du solltest. Nein. Och, ganz ehrlich. Ne, ich meine das auch ja nicht böse, aber ich finde halt, es gibt so ein paar Sachen, die kannst du auch als Spielentwickler dann besser machen. Ach, ich sehe es ja auch so, also... Ja, gut, du kommst aber auch gleichzeitig mit, also, was heißt Ausreden, aber du verteidigst das Produkt auch. Und da, wie gesagt, ich sehe es halt anders, wenn du halt geistige Vorgänger hast, bin ich halt der Meinung, dann nutzt doch das, was sie besser machen oder schlechter machen. Ne, das, vor allem das, was sie schlechter machen, solltest du besser machen, ja. Naja, genau.
Ja, oder zumindest das, was gut ist, benutzt das so. Und ich meine, allein aufgrund des. Allein auf das Grund des Settings kannst du ja nicht sagen, es ist jetzt geklaut, es ist Minecraft, whatever. Weil das könntest du dann jedem zu einem Spiel vorhalten. Also dann wird es auch jemand lächerlich. Du kannst, also wenn es danach geht, kannst du fast jedem Spiel irgendwie sowas vorhalten. Ja, naja, genau. Also jedes Spiel kupfert irgendwo ab oder zumindest kommt es auf ähnliche Ideen, egal jetzt wie es umgesetzt wird am Ende. Wie mache ich das denn jetzt? Mit der Maus und Tastatur. Ja, das Problem ist, sobald du schwimmst, kannst du nichts mehr bauen. Und ja. Ich weiß nicht warum, ich bin zu blöd, Sachen von oben dran zu bauen. Wenn du das kannst, kannst du gerne. Was denn bauen? Was machst du denn? Ja, okay, überhaupt nichts mit, ne? Nein? Ja, gut. Ich habe am Haus sehnsüchtig gearbeitet, ja. Und dein Komfort verbessern und. Wir haben Komfort von 5. Ich bezweifle, dass du sehr viel mehr hinkriegst aktuell. Optischen Komfort. Ja. Ach komm, die sind echt zu kurz. Wollt ihr mich verarschen? Oh. Weil ich ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher bin, ob es nicht einfacher gewesen wäre, den Fluss einfach anzuheben mit Steinen. Aber so viel Steine zu farmen ist ja doch. Es funktioniert noch nicht mal. Warum geht das denn nicht? Was machst du da eigentlich? Ich habe das Dach verbessert. Optisch. Optisch. Und ich habe uns ein Fenster reingebaut. Ob meiner Brau? Would say no. Ich auch, aber jetzt haben wir ihn. Ja, ist ja okay. Ich habe schon überlegt, ob wir innen irgendwie so eine Leiter oder so noch nach oben machen sollen. Ja, gibt's ja leider nicht. Ganz höchstens. Also ja, gibt's nicht, aber ne, in der Form, wie du sie vorstellst, nicht. Ja. Ach scheiße, hier wäre noch Stone drin gewesen. Kannst du eigentlich mal, haben wir nicht mit den Steinen von gestern, kannst du nicht die Coal Keen bauen? Doch, klar. Müsste. Naja, während ich hier versuche, die Brücke da irgendwie hinzukriegen. Ah, das machst du, alles klar. Dann habe ich doch ganz am Anfang gesagt, ich habe keinen Bock, immer durchs Wasser zu rennen. Hörst du mir zu, wenn ich rede? Nee, das habe ich verstanden, aber ich wusste nicht, dass das impliziert, dass du eine Brücke baust. Oh. Wieso, vorsorglich habe ich dich jetzt nicht gehalten. Jetzt hätte ich denn sonst gedacht, mache ich das, dass wir niemals durchs Wasser müssen. Okay, die nicht antworten. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass du das einfach gar nicht tust. Wo sind denn die Steine drin? Bist du geisteskrank? Na ja, gut, das wissen wir alle, dass es jetzt nicht neu ist. Möchte ich hauen. Das ist auch nichts Neues. Sind Sie sicher, dass du nicht die im Inventar hast? Du bist ja auch ein intelligenter. Ja, du bist ja auch ein intelligenter Kerl. Die Steine, die ich gefunden habe, habe ich natürlich im Inventar. Aber das heißt nicht, dass wir keine Steine mehr haben. Ich weiß, du möchtest mich hauen, bevor du es gleich wieder sagst. Das ist okay. Nee, natürlich nicht. Manche Sachen spare ich mir. Ich weiß nicht, ob das eine Frechheit ist, eine Beleidigung oder. Beides? Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, Alter, wie viele Workbenches muss ich denn hier bauen, damit ich da rüberkomme? Die Musik gerade so. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, ja.
so kurz gemein zu allen. Die Kühlerei steht auch. Der Spiel auf Englisch, Gott verdammt. Brauchst du jetzt gerade, warum brauchst du Dächer zum Rüberlaufen, oder? Nein, du musst, die Workbench wird angegriffen. Achso, ah. Von Mobs, die ziehen Mob-Aggro an sich. Können aber auch mal in Schlafen gehen. Das, da bin ich für. Du bist der Letzte und du hast die Tür umgelassen. Ich hab sie zugemacht. Lass mich in Ruhe. Wie redest du eigentlich mit deinem Gott? Ja, wie kaufst du auch die Idee schon wieder? Wo warst du? Raus. Ich hatte gefragt, was ich zum Beherrschen in meiner Gegenwart. Ich gleich den. In Art und Weise, die du nicht möchtest, glaube ich mir. Wenn ich mit dir fertig bin. Sag ich das. Bist du jetzt in der Lage, auf die Tür aufzumachen? Nein, ist er nicht. Fick dich. Was hättest du von der Idee? Bald. Mein treuester Gefährte, bald. Ja, bitte, mach das. Aber lass uns anderen unsere Ruhe. Ganz ehrlich, das bisschen Kupfer, was wir haben, schon mal brennen. Ich glaube, wir sind out of Holz. Also. Ne, der geht halt Holz holen. Deswegen ja. Ich muss erstmal Holz holen. Naja, aber das hat sich so angehört, wie kann ich nicht? Wir sind out of Holz. Der geht Holz holen, habe ich auch getan. Naja. Kommt jetzt nicht gezählt. Ist hier echt noch zu nah dran? Ist sie außerhalb des Preis bauen? Das kann auch nicht wahr sein. Willst du jetzt bitte wieder da hochgehen? Also, weiß ich ehrlich. Ich werde schon wieder von fremden wilden Mobs abgelenkt. Ah, ein Klatschi. Die wollen, weg, dass ich sie hante. Ja, Klatschi weg. Ja, Rehe hunten ist scheiße, die brauchen wir mal so lange. Ah, aber Nex kannst du mitbringen, Neckfleisch ist. Ja, davon haben wir deutlich zu wenig. Ja, das Rehe und Schweine das gleich Fleisch geben, finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber ich will mal so kurz drüber nachdenken. Ist das nicht irgendwie, es schmeckt alles nach Schwein? Nein, das war Hühnchen. Ja, das schmeckt alles nach Hühnchen, aber. Oh Gott, der wollte jetzt aber auch nicht krepieren hier, der Grayling. Hast du nicht die Kohle genommen, die wir da haben? Von deinen Versäumnissen? Das eine? Sechs Stück? Du kannst drei schon mal braten. Was? Sechs? Kann ich dafür, dass du einfach blind bist in unserem Kissen, anscheinend. Ohne das jetzt zu werten, zu meinen, zu wollen. Manchmal möchte ich einfach nicht mit dir reden. Das ist okay, das verstehe ich. Das ist trotzdem eine Frechheit, aber ich verstehe. Hast du dich gerade was erschlagen? Was gequeakt hat? Nee, eigentlich nicht. Ich hau auf den Baum ein und der quiekt, glaube ich, hast nicht. Du hast die Fort-Scheiße gestellt. Na, dann, weißt du, was der zu tun hat?
halbes Resin für so eine Wieder. Jetzt unser Holz. Nick, nix. Stirb, Nick. Du wolltest es auch. Schwierig. Würde ich so nicht sehen. Wenn du sie fragst. Oh, geht natürlich jetzt nicht mehr, aber. Die haben mir noch mitgeteilt, sie wollten das so. Ich würde sagen, das ist halt nix für schwierig. Sich einfach für viel Stein und Holz sich einfach verbraten für diese Scheißbrücke. Ein paar Bieren noch mitnehmen. Ich bin ja eher weniger so der Sammler, ich bin mehr so der Zerstörer. Alter, hörst du dir eigentlich selber zu, manchmal? Gott sei Dank nicht. Ja, das verstehe ich sogar. Der Gott, Zerstörer, was ist noch alles? König? Alles. Ja, nee, du bist ein Gott, da brauchst du Gott König ist ja sein. Schon, ja. Gib mich nicht mit so langweiligen Titeln ab, so. Ja, okay. Sind mir nicht so würdig. Haben wir jetzt keine Axt, keine Spitzhacke dabei. Aber kann hier nichts bauen. Du hast hier einfach so Zinn rumliegen lassen, wollte ich dir nur mal so sagen. Ich hab's gebraten und dann bin ich weggegangen, weil ich andere Sachen gemacht habe. Das war jetzt verwerflich. Ist doch da. Weil einer von uns ist da, das haut doch nicht ab. Meinst du, das wäre jetzt verloren gegangen? Nö, das ist korrekt. Hast du jetzt alles gebrannt, oder? Ey, du brauchst ja für 2 Kohle für eins, wir hatten 6 Kohle oder so, also. Weil da hab ich ja immer am Stück. Besten wäre es, ich stelle mal noch. Eigentlich müsste ich draußen noch eine Kiste daneben stellen, ne? Aber das, denke ich mal. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist auch nicht schlecht, wenn das unterdacht ist da draußen. Da wirst du halt etwas hingehen und im Regen ist halt. Aber. Das muss ja nicht sein. Ich kann ja gleich mal gucken, ob ich eine Konstruktion hier hinstelle noch nebendran. Ja, so ein Weg oder so zumindest. Der überdacht ist. Oh Gott. Langsam war der Grayling denn jetzt bitte. Ja, wir haben viel schneller gehalten, als er war. Oh Gott, hier kann ich ja überhaupt nicht. So, hey, was bauen wir denn hier am Öl? Halte ich für schwierig und Inkompetenz, aber ich verstehe sie. Tu mal mit deiner Inkompetenz, ja? Ich verstehe einfach nicht, was du von mir willst manchmal. Grundsätzlich nur Geld. Ja, aber das hilft ja auch nicht. Ich lebe getreu dem Motto,
Ich weine lieber im Porsche. Ja. Und seht ihr, Leute, schon wird Jimmy wieder übermütig. Das ist nur mein Gedankengang, den musst du ja nicht teilen, aber... Nee, sowas teile ich generell nicht mit dir. Was, Gedankengänge oder... Dich. Warum sollst du, mit wem sollst du mich denn teilen? Mit anderen. Bitte nicht weinen, ne? Doch, mir ist dann da. Ja, dann heul leise, Sissy. Ja, immer diese Diskriminierung von seiner Seite. Was für eine Diskriminierung? Ja, du hast mich schon verstanden. Wen oder was diskriminiere ich denn jetzt gerade? Mich. Ja, gut, mein Gott. Immer realistisch jetzt. Mich? Weiß ich nicht, ob das diskriminierend ist. Alles, was du sagst. Schwierige Einstellung deiner selbst. So, ich wollte Dinge tun. Die geistige Frische aufrechthalten, aber warte. Ach, das funktioniert eigentlich so ganz gut. Seit wann? Seit wann funktioniert das? Schon immer. Du willst es immer nur nicht wahrhaben. Ah. Halt irgendwie auf in eine Lüge. Ich hab das hier alles nicht so intelligent gebaut, teilweise. Es ist aber gar nicht so einfach, dass du nur in den Workbenchen arbeiten kannst und so. Guck mal, mit Geländer. Nicht. Ich hätte schon. Hast du was zu meckern? Nein. Ja, natürlich du doch nicht. Ich würde niemals. Und du doch nicht. Vor allen Dingen du nicht. Jemand, der sich an sowas Stunden aufhängen könnte. Nein. Nee. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kommen würde. Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich's. Hat ja lang genug gedauert. Ich sag doch, die geistige Frische hier. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht so toll, wie du mit mir redest. Dazu jetzt erst? Nee, aber das Gefühl beschleicht mich schon länger. Gerade sagen, ob ich nicht irgendwas an meiner Art ändern muss, wenn ich das jetzt erst beschleicht. Scheiß Wasser hier. Sagt einfach so, alles scheiße. Ja,
wenn ja jeder fucking Baum hier ins Wasser fällt, ist kacke. Ach, natürlich ist der scheiß Vogel jetzt weg. Kack, Railing! Ja, der kommt gerade mir auch entgegen. So ein scheiß Grading. Und der ignoriert mich einfach. Auch interessant. Er ist einfach mir vorbeigelaufen, guckt mich an, hat dieses komische gelbe Symbol und tut einfach nichts. Ja, wieder jetzt im Bauch im Wasser. Ich kann gar nichts machen. Noch nie auf Steine gehauen, ne? Noch nie. Noch nicht wirklich. Also wenn dann als Kind vielleicht mal mit anderen Steinen oder so, oder mit einem Stock oder so. Aber doch die mit einem Gerät, was Steine kaputt machen sollen. Irgendwie weiß ich nicht, ob Steine so zerbrechen. So peu à peu. Boah, so Farb kann ich peu à peu. Manche schon, glaube ich. Ah. Ja, gut, klar. Aber so Felsen am Meer, ja, kommt wahrscheinlich darauf an, wo du bist. Oder? Das auf und jetzt müssen wir das nur noch hier rüber machen. Einmal bitte hier rüber. Ob das jetzt ins Haus rein, das wäre. Okay, das fällt noch nicht mal groß auf. Das kann ich so lassen. Sollte nicht so stören. Das ist nicht auch scheißegal. Du bist doch eh der einzige Mensch, den das stört. Ja, denn dadurch ist es nicht scheißegal. Ist es nicht. Naja, immer leise weinen, Sissy. Immer leise weinen. Natürlich geht mir jetzt das Holz aus, ich gehe ja schon los. Ja, ressourcen-wise sind wir echt. Ich muss hier wirklich eine dran setzen, okay. Das ist eigentlich dieses Scheiß-Fix wirklich, die Hauptsache sieht ein bisschen nordisch aus, oder was? Ist das jetzt wirklich dein... Oh komm, dieses, als ob dich das jetzt stört. Nein, das sind die Aussagen. Das war jetzt wirklich das, dass du jetzt hier da so rumfriebeln musstest, ja? Nö, ich hab den Rand gemacht und oben ist es jetzt gerade statt rund und so. Warum hast du denn nicht zugehauen? Warum? Keine Ahnung, weil der Charakter nicht wollte. Nee, er hat nie gesagt. Er wollte dich beleidigen, aber ich hab gedacht, lass mal. Du hast mal gedacht und dann auch noch mit lass mal? Arschloch. Ja, wobei, jetzt ein bisschen verdient habe ich es vielleicht manchmal. Aber auch nur manchmal. Eindeutig viel zu selten. Ja, da hast du recht. Warum beleidigen sie mich dann so oft? Ich rede von dem verdient. Ja, naja, wenn ich es viel zu selten verdient habe, mache ich doch. Bin ich ja, doch ein netter Kerl. Viel zu selten kriegst du es ab. Das hast du nicht gesagt. Nicht ansatzweise hast du das. Ja, ich merke das schon. Ich muss schon wieder deutlicher dir gegenüber werden. Ach Gott. Ist aber auch nichts Schönes, so Sachen aneinander zu klatschen.
wenn du da drauf stehst und keinen gewissen Winkel drauf hast. Nee, das ist wohl korrekt. Danke für den Deckspiel. Ich spiele hier im Wasser. Geh nur jetzt noch hoch, hab ich dir gesagt. Hat er gesagt? Macht er nicht. Nee, wollte er nicht. Wird schon wieder dunkel, Jimmy. Da hat Mama immer gesagt, ich soll dann reinkommen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob deine Mutter dich gemocht hat. Bist du sicher, dass sie gesagt hat, du sollst reinkommen und nicht geh weg? Was willst du hier? War bestimmt auch mit dabei. Ja gut, can relate. Ich glaube nur nicht, dass das was gebracht hat. Ah, da bin ich jetzt bei dir. Scheiße, sind die auch noch gut. Ich werde aber mal kurz schlafen gehen, weil ich muss wieder Holz abbauen. Jo, können wir machen. Bist du heute eigentlich leiser als gestern, oder? Ich habe bestimmt gerade leiser geredet, ja. Achso, scheiße, ich bin wet. Ich hoffe, ich jetzt einfach nicht schlafen kann. Wann bist du das mal nicht? Kann ich dir sagen, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich bin nur wet, wenn das andere schlecht bei mir ist. Nee, komm, hör einfach auf schon wieder. Du wolltest das, du hast angefangen. Aus du kannst Scheiß. Auch einfach durch die Wand gehen. Das ist gar kein Problem. Das ist wirklich. Das war KMK mal wieder. Darf für mich einfach zeitweise aus dem Weg packen, die Tür. So, dann setzen wir das hier hin und dann können wir das da hin und hin. Da kam gerade Gandalf um die Ecke mit, du kommst hier nicht vorbei. Ich habe eher das Gefühl, du bist geistig nicht mehr anwesend, aber hättest du Gandalf das, war dann. Das war nur Gandalf in dem Moment. Mit oder ohne Krähenrahmen? Was waren das? Griffins? Ich hab's vergessen. Adler? Nee, ich glaube, ich. Habe ich jetzt ernsthaft beim Dachfuck? Wenn du schon so fragst, würde ich behaupten, ja. Oder? Würdest du sonst so fragen? Schwierig. Au, das hat mir getan. Davon will aber auch niemand, dass du mit uns redest. Ernsthaft? So schlimm? Ja, manchmal kommt nur ein bisschen abgehakt an. Ein bisschen Roboter. Und ich weiß nicht, warum ich wurde ein